Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinen Kanal. Wir spielen noch einen Tag bei BeatCop und mal sehen, was der so bringt. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne nochmal Bescheid sagen. Und sonst, ich weiß nicht, ob wir eine komplette Let's Play daraus machen, aber bis jetzt finde ich es ganz interessant. Den ersten Tag haben wir schon überstanden. Unser Einweiser, der gerade in Rente gehen wollte, Fat Mike, wurde umgebracht. Ich glaube, das hier ist so eine Art Bildschirmschoner, kann das sein? Ja, genau. So, dann wollen wir mal gucken. Wir gucken uns natürlich wieder die ganzen Leute an. Unser Plan ist es, heute Strafzettel zu geben. Zum Beispiel der hier kriegt definitiv ein, denn der steht im Parkverbot. Strafzettel ausstellen. So, nochmal. Hier ist die Ralle. Uns erreichen Berichte von einem Überfall. Oh, da. Sind verhaftet! Zentraler, bitte Streifenwagen, um den Täter mitzunehmen. Streifenwagen ist unterwegs. So cool. Los, du Stück Scheiße. Gut, jetzt können wir uns mal diesen. Also, hier steht auf jeden Fall ein Parkverbot, den müssen wir aufschreiben. So, da steht Parkverstoß, ausgestellt, Dienstmarke, abschicken. Okay, abschleppen lassen? Kann ich auch machen, oder? Verdammte Fahrer, komm zurück, ich lasse ihn lieber gehen. Okay. Ja, nochmal. Also ausstellen. Parkverstoß. So, und gleich ein Auto abschleppen lassen. Hier ist 421. Zentrale, ich brauche einen Abschleppwagen. Oh, Mittel, los. Wartet bei Rick. Ihr Freund wartet bei Rick auf Sie. Danke für die Info. Ich gehe gleich rüber. Wer könnte das sein? So, zu Rick. Wo war Rick da nochmal? Ich weiß nicht, welche Richtung ich gehen muss für Rick. Ah, achso, Ricks Café, okay. Oh, Jablonski. Bilde ich mir das ein oder haben Sie auf mich gewartet? Ich wollte sehen, wie es Ihnen geht mit all dem, was gestern passiert ist. Was kümmert Sie das? Korpsgeist? Was Ihnen passiert ist? Hätte jemand von uns passieren können. Es macht mich wütend. Und was ist mit Fat Mike? Das ist eine Schande. Das ist es. Das wollten Sie mir sagen? Ich glaube nicht, dass Sie mit Ihnen fertig sind. Was meinen Sie? Erstens stinkt dieser Fall mit Ihnen gewaltig. Dann wird Fat Mike erschossen. Direkt neben Ihnen an Ihrem ersten Tag im neuen Job. Was wollen Sie damit sagen? Ich glaube nicht an Zufälle. Ich auch nicht. Okay, wollen Sie etwas Bestimmtes? Ich habe viel Arbeit vor mir. Ich sehe mir Ihren Fall mal an. Ich möchte Ihnen helfen, Jack. Weil Sie mich mögen? Nein, aber ich habe meine Gründe. Und zwar mit mehr, als Sie vielleicht glauben. Sind Sie mein lange verschollener Bruder? Nein, aber für mich sind Sie ein Teil der Familie. Kommt jetzt der Punkt, an dem wir uns umarmen? Treffen wir uns später wieder? Teilen wir da unsere Emotionen. Wollen wir nicht auch gemeinsam Weihnachten feiern? Denken Sie dran, wir sind im selben Team. Okay, hier steht auf jeden Fall ein Weg hier. Kommen Sie zu Louis, Officer. Wir müssen darüber reden, was vorgefallen ist. Es ist wichtig. Ich verstehe, vielleicht komme ich vorbei. Okay, behalten wir im Kopf, aber erstmal kommt er hier wieder ran. Zack. Parkverstoß. Zack, und weg. Abschleppen lassen. So, wenn der Wagen abgeschleppt wird, können wir mal kurz zu Louis reingehen hier. Was ist mit dem Wagen hier los? Melde einen Zwischenwagen in Moonbog Diner. Den Aussagen nach gibt es eine Prügelei. Oh, Moonbog, ich bin neu hier. Restaurant in der Kirche. Okay, los. Gehen wir da hin. In Moonbog, was da passiert ist. Was ist los? Bei Ihnen liegt eine Leiche in der Gasse. Kümmern Sie sich drum. Was ist mit dem Vorfall im Moonbog? Falscher Alarm. Die Leiche ist jetzt wichtiger. Ich weiß ja nicht, die rennt ja nicht davon. Welche Gasse? Die mit dem Menschenmenge. Also los jetzt. Aber okay, bin unterwegs. Wo liegt denn hier eine Leiche? Erstmal die Kasse finden hier. Hier ist es glaube ich nicht. Lass mal hier nichts. Oh, guck mal, da läuft im Kino Big Trouble in Little China. Ziemlich cooler Film mit Kurt Russell. Will nur empfehlen. Hier.
Strafzettel ausstellen. Ja, weiß, abgelaufen. Deswegen ja. Strafzettel ausstellen. So. Mal abschleppen lassen, das Ding. So, schlepp den ab, wir laufen weiter. So, hier ist nichts abgelaufen. So, abgelaufen, gut. Auf den Laufstellen. Zack. Was hören Sie? Strafzettelquote erreicht. Gute Arbeit. Wir werden doch hoffentlich keine Beschwerden hören. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Oh, der Fahrer ist schon wieder da. Okay, wir laufen lassen. Wo ist die Menschenmenge und Leichen? Oh, ich würde sagen, da ist die Leiche. Wir sollten doch am Tatort sein. Wo waren Sie? Ich habe mich verirrt. Wir haben jemand anders geschickt. Ach, scheiße. Also vergessen Sie es. Außerdem bekommen Sie eine Verwarnung. Ach man, weil ich so langsam war. Das ist doch beschissen. Wir haben die Zeugen nicht rechtzeitig befragt. Ein anderer Polizist hat das für Sie übernommen. Eine Stunde, Minuten später. Okay. Scheiße. Okay, müssen wir das nächste Mal rechtzeitig hin? Wenn es doch klappt. Die Hälfte geschafft. Die Zeit vergeht wie im Flug, nicht wahr? Ja. Ja, auch abgelaufen. Zack. Abgelaufen, habe ich gesagt. Ja. So, lass mal zu Louis rein. Mal gucken, was die von uns wollen. Guten Morgen. Nicht so gut. Ich weiß, unser Beileid. Diese Nachbarschaft verkommt mehr und mehr. Alles wegen diesen Wilden. Sie achten die Regeln nicht. Ich erwische diese Scheißkerle noch. Die Tartelias werden Ihnen dabei gerne helfen. Das ist eine Polizeiangelegenheit. Wir können sie zusammen aufs Kreuz legen, nicht? Wir bräuchten nur Beweise. Es wird etwas auftauchen. Es gab immer viele Italiener bei der Polizei. Und die Schwarzen könnten immer etwas mehr Aufmerksamkeit vertragen. Sie sollten das Phantas im Auge behalten, Officer. Es ist offensichtlich, dass das nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Okay, danke für den Tipp. Ich glaube, wir sollten was essen. Guten Morgen, Hotdog? Yes. Gut. Weiter. Da! Freshie ist abgelaufen. Was ist passiert? Meine Katze ist weg. Sushi, sie ist pechschwarz. Niemand kann dir mehr helfen. Mädchen, ich bin im Dienst. Aber bitte, okay, wir helfen dir. Okay, okay. Wo soll ich suchen? Fragen Sie bei der Pizzeria. Sie wollen mich nicht reinlassen. Jemand hat sie da gesehen. Okay, ich schaue mich mal um. Schnief, schnief. Ich warte an der Apotheke. Ja, und wir müssen den aber kurz aufschreiben hier. Zack. So. Wenn noch mehr abgelaufen ist. Dann gehen wir mal zur Pizzeria. Oh, ist schon gleich Dienstschluss. Beziehungsweise ist jetzt gleich Dienstschluss. Schaffen wir das gar nicht mehr. Man kann nicht alles schaffen. Die Polizei beehrt wieder unser bescheidenes Lokal. Ist ruhiger. Unser Ball dafür, dass es vergessen passiert ist. Danke, ich habe einen Fall. Ich suche nach einer Katze. Nach einer Katze? Hier? Sie wurde hier gesehen. Vielleicht war sie hier, vielleicht auch nicht. Okay, Schluss mit dem Spielchen. Eine schwarze Katze, Susi. Ist sie hier oder was? Was ist nur in sie gefahren? Die Katze schläft in der Kiste. Am Fenster. Klasse. Geben Sie dem Mädchen, wenn sie kommt, bitte. Natürlich, Officer. Ja, gut. So. Ah, hier. Ich habe einen 20er für Sie. Ah, will mich bestechen. Danke, Pierre. Na gut, in Ordnung. Musik in meinen Ohren. Hier, danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Naja, ein bisschen Kohle muss ich auch haben. Ich muss auch Alimente zahlen. Das ist ihr Auto, okay. Mit dem Wagen hier. So. Und gleich den Wagen abschleppen lassen. Hier den Wagen los.
Okay. Ja, dann geh, lass uns auch einen Strafzettel ausstellen. Zu Ehren von mir, der Spatte. Was zum Teufel wollt ihr hier? Was ist dein Problem? Ihr seid mein Problem. Ihr habt Mike auf dem Gewissen. Verdammt nochmal, tu nicht so unschuldig. Ey, wir waren das nicht. Es war ein Auto voller Gangster, so wie ihr. Sind Sie irre? Niemand von uns würde hier einen Bullen umlegen. Verpisst euch von hier. Okay, wir gehen schon. Die Bullen schnauben wieder. Halt die Fresse. Ja. Das ist, also ich meine, ich wusste jetzt nicht, dass er sowas erzählt. So, müssen wir zur Apotheke nochmal laufen. Dann geht mein Dienst hier. Man weiß es nicht. So. Officer, ja? Der Mann von Haus Nummer 615 will etwas von Ihnen. Sie sollten mit ihm sprechen. Okay. Officer, ich habe ein Problem. Ja? Ich habe da einige Strafzettel für Parkverstöße angesammelt. Sie scheinen ein netter Kerl zu sein. Vielleicht lässt sich das aushandeln. Na, ich tue, was ich kann für $50. Wirklich, das ist eine Menge Geld. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich kann nichts tun. Zu schade. So ist das Leben. Nicht, dass es eng soll. Das war's für heute, Vierte. Ab nach Hause. Bin auf dem Weg ins Revier. Da, gehen wir mal schnell hin. Oh, hätte ich noch machen können. Mal gucken, was wir allen genommen haben. Okay, verdoppelt. 60 Dollar. Bin ich rechtzeitig am Tatort geschieden, das war schlecht. Wurde dem kleinen Mädchen nicht geholfen. Naja. Auch in 2 Tagen $300 für meine Unterhaltszahlung. Aber wir haben mehr 300. Wir haben ja 300. Brooklyn, New York. Tag 3. Spitzenhäubchen. Guten Morgen! Guten Morgen, Boss. Morgen. Wer hatte letzte Nacht einen guten Fick? Eines Tages bekommst du einen Tripper und dein Schwanz fällt ab. Selbst wenn das er ist, noch länger als deiner. Sie werden den Verkehr umleiten müssen. Oh Mann. Es wird heißen, hey, der Arm der Freiheitsstatue ist abgefallen. Das reicht, verdammt. Kelly, haben Sie den Verstand verloren? Sie halten einen Notruf wegen einer Leiche und Sie haben nichts Besseres zu tun? Sie sind im Einsatz. Ich verpasse Ihnen eine offizielle Verwarnung. Beim Notruf nehmen Sie die Füße in die Hand. Verstanden? Ja, Boss. Es wird nicht nochmal passieren. Das hoffe ich sehr. Zumindest haben Sie Ihre Strafzettelquote erfüllt. Es ist alles ganz, wie es sein sollte. Die Quote für heute, 5 Tickets für Reifen. Es gab einen schweren Unfall in der Nähe. Die Presse bezeichnet uns als inkompetent. Das müssen wir gerade biegen. Und Bagatelldelikte ahnden wir auch. Ja, Sir. Sicher, Boss. Eine Sache noch. Wie ich höre, plaudern Sie mit Kriminellen. Wenn ich herausfinde, dass hier jemand Geld von einer Gang oder Mafia nimmt, und das werde ich, sind Sie alle tot. Jetzt aber los. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Mal den zweiten Tag angucken. Der dritten, Entschuldigung. Es ist nett von Ihnen, mich mitzunehmen. Es ist nett von Ihnen, hier auszusteigen. Schönen Tag noch, Kelly. Fick dich, Kelly. Hahaha. Aber jetzt im Ernst. Haben Sie schon eine Seite gewählt? Was soll das heißen? Schokolade oder Pasta? Schwarz oder weiß? Oder etwa beides? Für den Moment blau. Ein Gutmensch. Zu schade, dabei haben Sie in Ihrer Via so viele Möglichkeiten. So eine Verschwendung, dabei müssen Sie doch nur die Hand aufhalten. Perlen vor die Säue. Kommen Sie schon, haben Sie Schiss? 4-2 im Einsatz. Vergessen Sie nicht Ihre Strafzettelquote. Einen schönen Tag noch. Wir müssen uns die Reifen mal angucken. Über dem hier zum Beispiel. Reifen kontrollieren. Alles gut aus. Reifen kontrollieren. Alle Reifen gut. Bei dem hier doch bestimmt nicht. Sieht so rostig aus der Wagen. Hier ist er. Wir erhalten Berichte über ein gestohlenes Fahrzeug. Die Zeugen befinden sich vor der Kirche. Nehmt Ihre Aussage auf einen unangenehmen Haufen. Okay, los dahin. Bei der Kirche in die Richtung? Ich glaube schon. Ups. Da sind sie, glaube ich. Officer Kelly, was ist hier vorgefallen? Sie haben das Auto geklaut. Welches ein Auto? Ihres, nicht meins zum Glück. Wer hat es gestohlen? Was meinen Sie, wer? Die Diebe? Wie viele Täter waren es? Ich weiß nicht, ein paar. Können Sie sie beschreiben? Sie sahen ganz normal aus. Schwarz. Irgendwelche besonderen Merkmale? Sie waren, schwarz. Das ist nicht sehr besonders. Dann weiß ich nicht, was Sie von mir wollen. Okay, danke. Haben Sie etwas gesehen? Das Auto ist weg. Mein Auto. Nummernschild?
Ich erinnere mich nicht. Was meinen Sie mit, Sie erinnern sich nicht? Es ist keine Telefonnummer, wissen Sie? Ich muss es nicht eingeben. Aha, gibt es jemanden, der es wissen könnte? Sie, die Polizei. Oh Gott. Okay, dann brauche ich Ihre Personalien. Teilt Personalien. Ich hätte es besser wissen müssen, als Hilfe zu erwarten. Jemand wird sich bei Ihnen melden. Guten Morgen, Vater. Gott segne Sie. Haben Sie irgendwas gesehen? Nein, nein. Ich glaube, ich muss... Warum sehen Sie so bleich aus? Ich wollte Sie nur zu dem gestohlenen Auto befragen. Ach ja, nein, ich habe nichts gesehen. Okay, danke, vielleicht sollten Sie sich etwas ausruhen. Das ist eine gute Idee. Bis später, mein Sohn. Na gut. Keiner weiß was. Vielleicht... Hören Sie? Ich habe die Zeugen befragt. Sie haben nichts gesehen. Was für eine Überraschung. Sie werden sich bei der Woche melden. Verstanden? Over. Mist. Mal gehen wir in die Richtung. Wenn wir hier ein Auto finden, gucken wir das Auto mal kurz. Sehen alle gut aus, die Reifen. Oh Gott. Ja, er sieht auch aus, ob er rote Reifen hat. Oh ja, die sind dicht. Ja. Guck es an. Flesian Officer. Ein Veteran, was? Ich war in Vietnam. Als ein stolzer Amerikaner zum anderen. Bitte haben Sie Gnade mit mir. Ich weiß ja nicht. Das letzte Mal, dass ich geweint habe, war ich in meinen toten Kamerad gefesselt. Wollen Sie meine Tränen sehen, Mann? Nein, das ist, Sir, das ist nur ein Strafzettel. Ich war bei den Marines. Semper Fi, man. Bitte, lassen Sie einen alten Veteran aus Ehre. Zack, du bezahlst das. Tut mir leid, ich habe meine Befehle. Weiß Ihre Mutter, womit Sie ihr Geld verdienen? Sie ist tot. Da hat sie aber Glück gehabt. Zumindest konnte sie diese Schande ersparen. Zum Teufel dienen. So, wollen Sie die Reifen auch mal anschauen? Sieht gut aus. Sieht leider gut aus. Da ist hier ein Reifen hier. Schon wieder so ein schwarzer. Zack. Hör mal kurz, Boss. Was ist jetzt los? Kann ich nicht mal einen kurzen Moment in Ruhe am Morgen genießen? Wir planen etwas Großes. Einige unserer Jungs werden hier sein. Wir werden sicher in den Sie werden sich in den Lehnen umschauen. Für dich sind 5 Euro. Bist du dabei? Ablehnen. Gut, dass ihr damit zu mir gekommen seid. Dich nehme ich als erstes mit. Wofür? Waffen bist. Oh, der kennt auch eine Straße hier. Aber ich stehe trotzdem falsch. Und gleich abschleppen, das Ding. Zack. Oh, hier steht eine Pimperkarre. Was ist das denn? Ich muss die Reifen nochmal an. Die Reifen sehen leider gut aus. Aber er steht trotzdem im Weg, deswegen werden wir abschleppen lassen. Wir halten Berichte über Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Spionen? Aliens? Nein, Diebe in ihrem Revier. Bleiben Sie wachsam. Mach mal weg, du Spackel. Hallo, Officer. Fahndungswürdigkeiten. Kaufst du? Okay. Gerade passt es nicht. Vielleicht später. Wie du willst. Jeden Tag hier. Merke ich mir auch. Gucken wir die Reifen mal kurz an. Die sind alle immer gut, die Reifen hier. Ist doch so ein Strafzettel gesprungen. Oh, hier. Und weg damit. Und der nächste auch. Wir kennen die Reifen nochmal an. Aber Strafzettel kriegst du trotzdem. Denn das Ding ist abgelaufen. Na. Und los. Da steht wieder einer im Weg. Doch gar nicht, ist alle immer hier. Überhaupt gar nicht gesetzestreu sind hier. Zack.
wir reden mit dem Typen da drüben gleich. Hi, ich habe eine Frage. Ja? Sie sehen aus wie jemand, der sich hier auskennt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich wollte über diese Schießerei letztens reden. Na das, diese Tiere. Haben Sie da hier irgendwas gehört? Vielleicht habe ich das, vielleicht auch nicht. Ich kenne Sie noch nicht gut genug. Die italienische Gemeinde könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wir werden uns erkenntlich zeigen. Ich glaube, Louis hat da bereits etwas für Sie. Kommen Sie herein. Officer, was ist los? Was ist dieses mysteriöse Problem? Wir haben hier diesen rüpelhaften Parker. Er fährt eine Cadillac Chipwood. Vielleicht lernt er seine Lektion, wenn Sie ihm einen Strafzettel ausstellen. Wann ist er denn hier? Für gewöhnlich taucht er um 16 Uhr auf. Ich weiß ja nicht. Sie bekämen $50 für Ihre Mühen. Okay, ich tu's. Das Geld wartet auf Sie. Gut, machen wir nachher. Nee, du hast doch schon Rotterreifen. Ja. Ja. Kriegst du wegen Reifen und wegen Parkverstoß. Das ist richtig viel Geld. Strafzettel. Hier ist die Zentrale. Es ging übervoll auf beim Pornoladen. Zack. So, den haben wir auch. So eine fette Bullentante, die da rauskommt, ne? Es gibt einen Notruf. Apartment 5 in 621. Klingt nach einem weiteren Leiche oder Zweien. Melden Sie sich, wenn Sie Verstärkung brauchen. Auf dem Friedhof wird bald kein Platz mehr sein. Bin unterwegs! Also 421, schau mal hin. Hey, bei wem soll ich denn klingeln? Geh zu Apartment 5 in 421, okay. 5. Hallo, wer ist da? Hund bellen. Hier ist Officer Kelly. Können Sie den Hund zum Schweigen bringen? Sesam, aufs Sofa. Verzeihung, hier bin ich wieder. Ich habe einen Notruf zu dieser Adresse bekommen. Ein Notruf? Ah ja, bitte kommen Sie rein. Werden Sie die Tür für mich öffnen? Ist da jemand? Ja, was los? Werden Sie die Tür für mich öffnen oder nicht? Ah, wer ist denn da? Verdammte Kacke. Hier ist Als von der Abteilung für Altersleiden. Wie war noch gleich Ihr Nachname? Heimer. Werden Sie mich reinlassen? Wenn Sie von der Regierung sind, dann kommen Sie rein. Die ist ja völlig durchgeknuspert. Mein Name ist Kelly. Ich muss hier um ein Missverständnis handeln. Wollen Sie etwas sagen? Ich hätte Gedächtnisprobleme, mein Sohn. Ich hatte mal eine Katze, nicht sehr reinlich. Eines Tages hat sie sich im verfolgten Hering herumgewälzt. Oh Gott, was sind das für Leute hier, Leute? Das übelste Rasierwasser einschmieren. Nur so konnte ich den Gestank loswerden. Und was hat das mit mir zu tun, Mrs. Habsburg? Sie stinken immer noch diesen Rasierwasser. Das ist sehr nett von Ihnen, Mrs. Habsburg. Ich wurde wegen eines Doppelmords hergerufen. Wo sind die Leichen? Was denn für Leichen, mein Sohn? Okay, mir reicht es. Hier ist Fernseher, der Bericht hat sich als falsch herausgestellt. Tun Sie, was sie sagt, wir erklären es später. Was zum Teufel soll das? Also Heimer, ich könnte Ihre Hilfe für etwas brauchen. Sie scheinen ein netter Kerl zu sein und Sesam könnte Sie zu mögen. Ja, das habe ich gemerkt. Können Sie ihn mir vom Bein schaffen? Ich brauche Ihre Hilfe beim Einkauf. Ich bin nicht hier um... Hier ist eine Liste und etwas Geduld. Am besten kaufen Sie beim prallen Donut ein. Ja, ich werde keine 3 Blocks dafür laufen. Miss Habsburg, heute ist Ihr Glückstag. Warten Sie, ich bin gleich zurück. Hier ist 421. Was soll der Scheiß? Seit wann bin ich ein gottverdammter Einkaufsassistent? Hier ist die Zentrale. 421, das ist eine heikle Angelegenheit. Versuchen Sie zu verstehen. Miss Habsburg ist 91. Ihr Enkel ist ein hohes Tier bei der Polizei. Ein Freund des Chefs. Und deswegen soll ich Botengänge machen? Die Frau gehört in ein Heim. Wir werden das nicht weiter diskutieren. Tun Sie, was auch immer die alte Frau will. Das ist ein Befehl. Und arbeiten Sie an Ihre Einstellung. Okay. Kaufen wir uns was? Zweimal Pink, viermal Apfel und eine Marmelade. Okay. Kommen wir zu schnell. Zeit vergeht wie ein Flug, wenn man Spaß hat. Ach, Officer, bitte warten Sie. Haben Sie einen Fünfer für einen Veteran? Ein Veteran wovon? Vietnam natürlich. Marines? US 5. Division. Ich hatte Freunde dort. Nun, haben Sie $5 für mich? Ich gebe keine Almosen. Aus Prinzip. Schade, das merke ich mir. Dann versuche ich woanders mein Glück. Ich glaube nicht, dass der Veteran war. Wo ist die Liste?
Wirft Unas, die alte Schachtel hat ganz schön Appetit. Willkommen. Was darf sein? Machen Sie sich auf das Gefasst. Ich habe die ganze Liste dabei. Da hat wohl jemand Hunger. Zuerst die Pinken. Wie viel sollen es sein? 4. Was kommt als nächstes? Apfelmarmelade? 5. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Wo wussten Sie das? Sie sind nicht der Erste. Schönen Tag noch. Gut. Ich weiß nicht, ob es richtig war jetzt. Aber naja. So, bringen wir erstmal schnell zurück. Bis Habsburg. Was ist er denn hier? Guten Tag, sind Sie am Dienst? Natürlich, womit kann ich Ihnen? Ich habe ein kleines Angebot für Sie. Es gibt ein Treffen in 623. Das Passwort lautet Quattro Stagioni. Melden Sie sich bei Mr. Herman Callahan. Oh, warte mal hier. Der Wagen sieht nicht so besonders aus. Toll. Aber abgelaufen ist abgelaufen. Wir müssen jetzt zu Oma zurück. Wo war die 621, ne? Zack, zack, los. Ist das der Postbote? Es ist Officer Kelly, ich habe Ihre Donuts. Mr. Heimer, bitte kommen Sie rein. Mr. Habsburg, ich bin hier. Haben Sie die Donuts? Sicher, hier ist der ganze Karton. Wie viele genau? Und es geht wieder los. Sehen wir nach. Das sind zu viele, ich bin Diabetikerin. Setzen Sie sich hin. Nein, Mr. Habsburg, ich. Setzen Sie sich hin, essen Sie den Rest. Also ich habe keinen Hunger. Keiner, aber hier wird kein Essen fortgeworfen. Ich mache ein Kännchen Tee, ich bin gleich zurück. Die Scheißkelle, die mir das eingebaut haben, sind alle tot, und zwar alle. Ich bin gleich zurück. Diesen Donuts. Ein Blumentopf vergraben. Arme Blumen. Einen kleinen Moment noch. Sind Sie fertig? Sture alte Hexe. Da seht ihr Donuts essen. Das ist der letzte. Noch einen und ich platze. Ich komme. Ich hoffe, ihr Tellerchen wird leer sein. Den Hund geben. Komm her. Autsch, langsam. Hier bin ich, mein Sohn. Was für ein schöner Nachmittag. Verzeihen Sie mir mein Verhalten. Das ist doch nicht nötig. Die drei Donuts waren köstlich, streichelt den Hund. Hätte ich keinen Diabetes und wäre der Hund nicht gleich allergisch, hätte ich sie nicht gezwungen, sie zu essen. Ach scheiße, der ist allergisch, der Hund. Es war kein Problem, Miss Habsburg. Wenn ich fragte, wogegen ist der Hund allergisch? Sie sind kein guter Detektiv, was? Wie bitte? Nun, wie heißt mein Hund denn? So scheiße. Sesam, komm her, mein Süßer. Miss Habsburg, ich habe gerade einen dringenden Anruf erhalten. Aber Sie haben den Tee noch gar nicht probiert. Die Gelegenheit ergibt sich sicher noch. Das wird sie, Söhnchen, das wird sie. Okay, scheiße, ich glaube, der Hund wird sterben. Schön, dass Sie sich einmal in Ihrem Leben nützlich machen konnten. Oh, dafür werdet ihr noch büßen, ihr Mistkerle. Die Zentrale. Uns erreichen Berichte von einem Überfall bei Adamski. Ich bin unterwegs. Wo ist Adamski nochmal hin? Ah, da, das läuft ja schon. Zack. Verhaftet die Sau. Wir müssen noch ein paar Reifen finden, ne? Dass ich mehr springen kann hier. So. Hier. Und dann auch nochmal. Schon keine Autos, keine Autos. Was haben Sie getan? Warum geht es? Wir hielten soeben einen Anruf von 621. Als Sie gegangen sind, hat der Hund das Schlafzimmer vollgekotzt. Dort fing er an, am Maul zu schäumen und fiel dann schließlich tot um. Wie erklären Sie sich das? Zentrale, diese Donuts waren unglaublich. Dafür werden Sie zur Rechenschaft gezogen, 421. Scheiße, ey. So, kacke, jetzt der Hund auch noch gestorben. Strafzettel. Gucken wir mal nach, ob wir noch jemanden. Oh, da steht schon wieder einer im Weg hier. Noch ein bisschen frech, die Leute, oder? Oh, da oben ist einer. Und wir können schon Liebe machen da oben. Hey, Officer. Lust auf eine flotte Nummer? Jetzt ist Happy Hour, ich gehe bald heim.
Warum nicht? Das könnte ich gebrauchen. Dafür bin ich hier. Komm zur Haus Nummer 609. Apartment Nummer 6. Die müssen aber noch von hier. So. So, dann werden wir uns gleich ein Nümmerchen schieben da, ne? Wahrscheinlich kriegen wir einen Tripper. Oder irgendwie sowas. So. Gehen wir zurück. 609 war das. Apartment 6. Hier ist Officer Kelly. Freut mich. Ich habe schon gewartet. Ein Polizist, wie nett. Willst du einen Blowjob oder das ganze Paket? Ich habe ein Sonderangebot, 50 oder 100. Ach komm, lutsch mal. Was haben wir denn da? Beeindruckend. Mein Priester hat dasselbe gesagt. Er wusste, wovon er sprach. Oh. Frohe Gedanken. Ich will mich konzentrieren. Schneller. Oh ja, jetzt. Schluckt. Das tut mir leid, ich wollte dich nicht auf die Stirn treffen. Du hast mein Auge erwischt. Aua, das brennt. Bis zum nächsten Mal. Ich kann es nicht erwarten. Oh, aber leider war schon Geld. Kelly, bitte komm, was ist los? Der Chef wollte sie an ihre Alimente erinnern. Er sagt, wenn sie bis morgen keine 300 zahlen, wird er, und ich zitiere, ihren Arsch feuern. Laut und deutlich. Okay, die Alimente müssen wir bezahlen. Noch ein paar Reifen noch kontrollieren hier. Zack. Sieht gut aus. Scheiße, wenn die gut aussehen, ist scheiße, ne? Werden wir es nackt? Eklig. So. Na, ja, okay. Gucken wir uns das mal an hier. Und wir packen, okay. Da steht eine Rostlaube, die hat schon kaputte Reifen. Gut aus, aber dein Wagen ist leider abgeschlafen hier. So, den nächsten Wagen kontrollieren wir dann auch mal hier. Alles gut. Alles gut bei den Reifen. Oh, hier, der Schwarte. Was haben wir denn da, Officer? Was ist los? Ein Kumpel uns hat seine Knarre in der Gasse beim Pizzaladen verloren. Dumm wie Brot, aber wir werden uns sicher nicht das sehen lassen. Es wäre gut, wenn jemand sie findet und zum Pfandhaus bringt. Sollte ein Kinderspiel sein. Danach suchen. Okay, ich suche sie. Was für eine Scheiße. Wir schulden dir was. Was sind Neuigkeiten? Jo, wir arbeiten dran, Mann. Ich bin nicht euer Mann, Arschloch. Jo, Sir Officer. Ihr wisst, wo ihr mich findet, richtig? Ja, wir wissen es. Lass mal hinten gehen zum Pizzaladen und gucken. Was stehst du hier rum? Wo, was ist dein Problem? Habt ihr es nicht kapiert? Was? Ich möchte euch hier nicht mehr sehen, bis ich es herausfinde. Was denn? Wer von euch Fat Mike auf den Gewissen hat? Aber das waren wir nicht. Irgendein Schwarzer ballert um sich und alle denken, es sind uns. Als gäbe es nur einen schwarzen Kerl in der ganzen Stadt. Okay, das reicht jetzt. Findet lieber heraus, wer es war. Okay, ich gehe schon. Gut, wenn die uns helfen können damit? Ja, nicht schlecht. Gleich zu Ende hier. Oh nein, nicht da unten hoch. Hier oben links. Das war's für heute. Viel ab nach Hause. Okay. Okay, schaffen wir wohl nicht mehr ganz, die Sachen zu holen da. So. Oh, ob wir irgendwas gerissen haben hier. Oh, wir haben ein bisschen Geld ausgegeben. Oh, wir haben gar nicht genug Kohle, aber ich glaube, wir kriegen auch Lohn, ne? Ich habe mit Brot nicht gefüllt, finde ich schlecht. Okay, morgen brauchen wir $300, das haben wir jetzt nicht. Aber wir haben Gehalt bekommen, auch wir haben 300. Ich habe meine Pflichten nicht erfüllt, mein Gehalt wurde entfüllt. Ach Quatsch. Scheiße. Nun gut, das war's mit Tag 2 und 3.
Schauen wir mal, was es das morgen bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.